Es ist 8 Uhr morgens nach den Ferien. Die Schüler gehen in die Klasse und die Lehrerin begrüßt sie. Frau Levin, können wir sprechen? Natürlich, Mia. Was ist denn? Ich glaube, ich bin lesbisch. Ich stehe auf Clara. Könnten Sie es vielleicht für sich behalten? Bitte. Ach, Mia, das kann die Klasse doch ruhig wissen. Die werden das bestimmt gut aufnehmen. Ach nein, bitte, Frau Levin. Nicht erzählen. Hört mal, Kinder. Mia ist lesbisch, aber das macht ja nichts. Vielleicht könnt ihr sie ja unterstützen. Niemand mag sie. Sie ist voll dick. Mia kommt in die Klasse rein und alle starren sie an. Auf den Schulhof ignorieren alle Mia und gucken sie komisch an. Plötzlich kommt die Gang von Caro. Was willst du noch hier? Wir wollen dich nicht. Du gehörst nicht zu uns. Du bist Lesbe. In der Klasse liegt bei Mia ein Zettel, wo drauf steht: Gesterben. Wir wollen keine Lesben. Geh dich vergraben. Ich kann nicht mehr. Von überall diese blöden Sprüche. Diese blöde Gang von Caro. Ich versuche, denen aus dem Weg zu gehen. Da ist ja die blöde Lesbe. Was ist denn hier los? Nix. Warum? Nur weil ich in Clara verliebt bin, werde ich gemobbt. Das geht überhaupt nicht. Ich werde mich an eure Eltern wenden und das gibt eine Klassenkonferenz. Wir werden damit aufhören. Es tut uns leid, Mia.